Ob das jetzt legal ist, das weiß ich nicht. Wir bleiben jetzt aber mal hier. Hey, wir sind Annika und Roman und das ist unsere Hündin Milou. Und wir befinden uns auf Europareise mit unserem Van. Das ist unsere Route für heute und wir überqueren eine Landesgrenze. Hey, bye, Kolper. Tschüss, Kolper. War wirklich schön. Ich weiß jetzt nicht, ob ich eine Woche hier aushalten würde. Dafür ist hier ein bisschen zu wenig los. Aber jetzt die 2 Tage und wenn wir einen dritten noch hätten dranhängen müssen, dann wäre es jetzt auch noch so gewesen. Aber wir können unser Paket abholen. Das Ding ist jetzt für uns weiter. Und nachdem wir das Paket abgeholt haben, geht es für uns Richtung Kroatien. Und dann werden wir das erste Mal in dieser Reise das Meer sehen, Schatz. Ich habe in der Zeit mein Paket abholen können. Dementsprechend sind wir jetzt auf dem Weg nach Kroatien und haben gerade eben noch Abwasser abgelassen, weil es unfassbar schon wieder in diesem Auto gestunken hat. Mit dem letzten Restgestank fuhren wir über die Grenze nach Kroatien. Croatia! This is the first time for my man here. So he was one time when he was swimming over the Kolpa. Ja, korrekt. But that was the only time. So now we are here in Croatia for the first time for you. This is awesome. Awesome! Zwischenstopp nochmal im Lidl in Kroatien, dass wir uns ein bisschen was zu essen holen und nicht verhungern. Wir haben eingekauft und haben jetzt gerade noch auf dem Parkplatz so ein bisschen geschaut, wo wir uns hinstellen. Eigentlich wollten wir über Rijeka nach Opatija fahren oder so ähnlich, wie man es auch immer ausspricht. Das ist aber alles nicht so einfach, in Kroatien was zu finden. Und hier ist das Campen wie in ganz Europa auch verboten und soll hier aber auch echt krass hinterhergegangen werden sozusagen. Auf jeden Fall fahren wir jetzt runter an die Küste. Der Platz soll super sein und das gucken wir uns mal, wie das aussieht. Kroatien begrüßt uns mit einem unglaublichen Sonnenuntergang und einem wunderschönen Ausblick. Bevor wir in der Dunkelheit von Kroatien über Stock und Stein den richtigen Stellplatz gefunden haben. Ob das jetzt legal ist, das weiß ich nicht. Wir bleiben jetzt aber mal hier, weil wir müssen ja jetzt schlafen. Und ganz ehrlich, weil es heute besonders schnell gehen muss, gibt es einfach ein Tütengericht. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal bei uns gab, Schatz. So sieht's aus. Ob das für uns reicht, ich sag nein. So, cheers auf unseren ersten Abend in Kroatien. Jedenfalls essen wir auch aus dem Topf. Nachdem wir heute Mittag Müsli aus der Schüssel gegessen haben, beide definitiv keinen Bock mehr haben abzuwaschen. Also frisches Camperleben schon bei uns. Prosit!